Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Half-Life. Wir fangen nochmal kurz neu an. Daten werden geladen. Ich muss gerade mal echt mich hier um die Lautstärke kümmern. Das ist gerade echt ein bisschen eklig. So, ja, für mich ist es jetzt gerade über 2 Monate her. Es ist fast 3 Monate her, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Mal gespielt am 7. Juli. Heute haben wir den 21.09. Ja, ich habe hier noch einen Knopf gefunden. Wow. Was heißt, ich habe ihn gefunden? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Let's Play dazu angeguckt. Durch den Knopf sind nämlich die Ventilatoren jetzt aus. Jetzt können wir nämlich dann auch hier durch. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie weit das jetzt auf sein muss. Ich denke mal, das reicht. Ja, das reicht. Und wir sind weiter. Yay. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir hatten doch hier irgendwo eine Wir hatten doch so eine extrem geile Waffe. Wo ist denn die? Ist das die? Nein. Nein. Du bist es auch nicht. Das ist schade, weil die Waffe, die ich da hatte, die war extrem gut. Ich versuche einfach mal, mich ein bisschen unter Wasser zu halten. Mach mal kurz einen Quicksave. Weil, ich meinte jetzt gerade diese Waffe mit diesem Elektroschuss, Pio Pio Pio. Damit konnte man nämlich diese Gegner, also beziehungsweise diesen Hubschrauber, one-hitten. Ist natürlich jetzt fürs weitere Vorgehen ein bisschen doof. Ich bin auch ehrlich, ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie es hier, um genau zu sein, weitergeht. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Habe ich nicht noch eine Pistole? Musst du jetzt nicht immer die gute Waffe nehmen? So war das, genau. Ja, geil. Und dann direkt wieder runterfallen. Hier mal alles kurz auf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel gar nicht mehr drauf. Aber ich habe mich jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen spoilern lassen bei dieser einen Stelle, weil ich echt nicht weiter wusste. Man hat es ja in der Folge selbst gesehen. Und dieser Hubschrauber nervt so ein bisschen. Darf ich das mal so sagen? Danke. So, dann wollen wir mal jetzt am besten hier durch. Scheiße. Hier geht's weiter. Oh, der nervt. Bitte was? Hat mich nicht mal direkt getroffen und das ist gleich ein One-Hit. Ich hatte doch irgendwo noch gespeichert. Ach, das war hier. Schön. Was steht denn da eigentlich? High Voltage. Okay, also das am besten nicht berühren. Storm Drain Hatch. Aha. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem mal hier um. Vielleicht wäre es jetzt doch Zeit, mal... Alter, der Helikopter! Der wird uns noch so viele Probleme hier bereiten, glaube ich. Ich wechsle dann aber auf jeden Fall schon mal direkt zu der Waffe. Lade auch mal eben nach. Speicher nochmal. Und renne jetzt direkt da rein. So, haben wir das. So, und hier tauchen jetzt auf einmal ein Haufen Gegner auf. Wo kommt ihr jetzt gerade alle her? Wie hast du überlebt? Ich habe gerade vorher das fette Ding da reingeballert. Pfeile? Storm Drain Hatch. Ich drehe das einfach mal. Speichere hier nochmal eben. Bumm. Oh! Ach, Moment. Ich kann mich gerade dran erinnern. So macht man das nämlich. Hahaha. Weil ich muss zugeben, das hatte ich irgendwann vor
zwei Monaten, weil ich hatte direkt, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte, mal geguckt, wie es denn weitergehen soll. Weil mich das echt ein bisschen angekotzt hatte. Und jetzt erinnere ich mich gerade zum Bruchweise wieder dran. Was ist das? Hä? Ah, hey. Oh, der Helikopter ist weiterhin da. Minen, genau, hier ist ein Minenfeld. Was das Ganze jetzt gerade nicht sehr angenehm macht. Genauso wie der Helikopter. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, bin ich ganz ehrlich? Ja, ich bin mal ganz ehrlich. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Und ich bin noch mal ehrlich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es hier weiterging. Moment. Da war... Mann, jetzt konnte ich das noch nicht mal testen. Okay, da war sie auch wieder mal. Kann ich die nicht einfach so aktivieren, indem ich... So. War jetzt nur ein bisschen mit viel Schaden verbunden. So, und dann mussten wir jetzt, glaube ich, hier reinspringen. So. Wir sind weiter. Weiter denn je, um ehrlich zu sein. Wow. Ich bin gerade beeindruckt. Mein Gedächtnis ist echt das Beste. Oh, ihr hört das Lied. Das Lied sollte jedem bekannt sein, der schon mal ein... Oh, was? Das ist ja fies. Wie soll ich denn das hinkriegen? Am besten direkt runter. Wo ist mein Auto-Aim? What? Wo war mein Auto-Aim? Das Lied ist so geil. Jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Wow. Das wird also jetzt sehr spaßig, okay? Ich habe gedacht, dass ich mit eingezielten Schuss vielleicht das Ding jetzt da kaputt kriege. Ja. Voll. Speichern wir nochmal. Hallo. Aber ich krieg den nicht tot. Ah, ich habe jetzt endlich mein Visier gefunden. Ich kann doch jetzt nicht alle Gegner mit den Granatdingen besiegen. Wow. Da geht's noch tiefer. Ich folge einfach mal der Klippe. Oh. Wow. Ich habe jetzt gedacht, ich kann mich jetzt so runterschieben. Weil ich denke mal, wir müssen bergab, oder? Man kann ich nicht irgendwie schleichen? Ja. Beziehungsweise langsam gehen. Ah, da ist mein Visier wieder. Ich habe immer Probleme, hier mein Visier zu finden. Konnte ich nicht irgendwie die Farbe einstellen? Ich muss mal kurz gucken. Optionen. Grafik. Nee. Multiplayer. Hier habe ich jetzt zwar Farben, aber ich denke mal, das ist für das Symbol, oder? Oder auch nicht? Hm. Maus. Kann ich nicht irgendwo vielleicht das Ganze mal einstellen? Das wäre jetzt so schön. Also ich hätte jetzt echt gedacht, was Inhaltssperre? Aha. Okay. Jüngere Spiele ungeeignete Grafiken auszuschalten. Was? Erweitert? Nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hm. Schade. Ich hätte gedacht, ich könnte das hier vielleicht irgendwo einstellen. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wie? Was?
Weil ich wurde auch direkt beschossen. Von wo? Ach du Kacke. Die sind ja hier überall. Komm, bitte. Ich dachte, der ist jetzt umgefallen. Auf einmal trifft er mich nochmal. Das machen wir nochmal anders, komm. Lieblingswaffe. Best Waffe ever. Nochmal. Also ich kann jetzt nicht so viel Leben vertragen. So viel Abzug vertragen. Und ich muss sagen, das grenzt auch schon eigentlich an dem Ganzen. So, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Und dann können wir nämlich jetzt wieder hier quicksaven, wenn es nämlich wirklich dann mal zu knapp werden sollte. Ja, das merke ich schon. Wir haben eine verfickte Bazooka bekommen. Mehr Leben. Mehr Leben. Ja. Was ist das? Das war jetzt Leben, was ich eingesammelt habe. Moment, die wollen jetzt nicht, dass ich das Ding da. Ah, genau, das Ding meinte ich. Muss ich gerade nur mal eben testen, wie der Schuss war. Eigentlich sollte er dadurch One-Hit tot sein. Schade. Also was ich gesehen habe, war One-Hit. Ich treffe das Ding nicht. Was soll das? Ich versuche es jetzt echt mal mit einem komplett voll aufgeladenen Schuss. Irgendwie hat er keinen Schaden bekommen. Aber ich umso mehr. Das ist dann doof. Aber damit muss es gehen. Wir waren etwa in der Höhe. Oder auch nicht. Ey, ich habe jetzt keinen Bock die ganze Zeit hier immer wieder Quicksave, Loadsave und so weiter Krams. Aber das war nicht mal schlecht. Bis direkt. Ich kann das Ding steuern. Oh nö. Okay, ein Treffer reicht schon mal nicht. Der zweite war unnötig. Gut, dann laden wir lieber nochmal, damit wir dann auch wirklich... Scheiße. Mann! Das kann doch nicht sein. So. Nee, ich hab schon wieder... Ey, Leute, was soll denn das? Warum ist das jetzt auf einmal so heftig schwer? Gut, der war in Ordnung. Der war scheiße. Das wäre jetzt unser Tod. Ich kann hier nicht mit 15 Leben raus. Ey, der dreht einmal um und ich bin tot. Seht ihr, ich wäre jetzt schon wieder tot. Das geht nicht. Guckt euch das mal an. So in etwa. Ja, so kann ich damit leben. So, jetzt wechseln wir wieder zu der schönen Waffe. Nochmal ein Quicksave, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich gespeichert habe. Okay. Moment. Heißt das, ich hätte gar nicht das Rohr runtergemusst? Doch. Jetzt komme ich aber hier weiter.
nee. Okay, wir versuchen. Ich stelle mir jetzt selbst eine Challenge. Das ist ja sonst ist sinnlos, wenn ich die ganze Zeit immer nur speichere. Ich versuche jetzt hier in einem Zug mal durchzukommen. Komm. Seta hat doch geklappt. Oh nö. Und schon wieder ist dann Quicksave. Let's play Quicksave. Oh, du blödes Ding. Ich kann mir das nicht erlauben. Nein. Es geht nicht. Ey, das Ding springt aber auch direkt, ja? Das war echt arschlos. Oh, da hinten ist es einfach nur ein schmaler Gang. Okay. Ich finde das so geil, dass man einfach mal wirklich bis zum Ende des Ganges immer so das machen kann. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen extrem coolen Effekt. Daten werden geladen. So. Ja. Wie es denn hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Half-Life mit mir, dem EditLP. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.